Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Internetlesung des Buches 50 Jahre Hoflader 1969 bis 2019, das seit Anfang März erhältlich ist bei meinem Verlag Buch und Media in München, Internetadresse vertrieb@buchmedia.de zum Preis von 35 Euro zusätzlich Versandkosten. Schön, dass Sie auch zum dritten Teil meiner Lesung gekommen sind. Und hier möchte ich ein bisschen auf die Zeit eingehen. Wie war das denn eigentlich, als der Hoflader erfunden wurde? Wie war die Situation damals? Der Zweite Weltkrieg hatte unermessliches Leid über Europa gebracht. Seit dem 8. Mai 1945 herrschte zwar Frieden, aber an allen Ecken und Enden fehlte Lebensnotwendiges. In Deutschland war es das Wichtigste, zunächst nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern auch die Millionen von Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten mit Nahrung zu versorgen. Der Bauernstand hatte eine wichtige Aufgabe. Und die alten Industriebetriebe oder sich aus Handwerksbetrieben neu entwickelten Firmen lieferten die nötige Technik dazu. Wenn heute das Schlagwort Digitalisierung in aller Munde ist, so war es damals der Auftrag zur Mechanisierung der Landwirtschaft. Der Ackerbau stand dabei auf der Prioritätenliste ganz oben. Getreide, Kartoffeln, Rüben und andere Gemüse aller Art waren damals vorrangig gegenüber der Tierhaltung. In den meisten Familien gab es Fleischgerichte nur einmal in der Woche. Noch heute ist aus der damaligen Zeit der Sonntagsbraten ein stehender Begriff für die einstmals eher karge Versorgung der Bevölkerung mit tierischem Eiweiß. Zunächst erfolgte deshalb die Mechanisierung der Landwirtschaft vorrangig im Bereich des Ackerbaus. Schon in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg gab es Bemühungen, Traktoren zu bauen. Der Lanz Bulldog schaffte es sogar zum zeitweisen Gattungsbegriff für den Ackerschlepper. Noch heute wird der Bulldog im bayerischen Sprachraum und auch darüber hinaus als Synonym für einen Traktor verwendet, ähnlich dem Synonym Trecker in nördlichen Gefilden Deutschlands, abgeleitet vom plattdeutschen Wort Trecken für Ziehen. Der große Schlepperboom erfolgte jedoch erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts und begann im folgenden Jahrzehnt nach der erfolgreichen Industrialisierung des Ackerbaus schon wieder abzuebben. Laut Wikipedia gab es 1963 in Westdeutschland bereits 1 Million Traktoren, während 1950 nicht einmal 140.000 gezählt worden waren. Nach der enormen Mechanisierungswelle auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen griff diese nun auch auf die Innenwirtschaft über. Die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden so auch zur Geburtsstunde eines Fahrzeuges und Arbeitsgerätes, das später als Hoflader bezeichnet werden sollte.